Leute, Leute, hier passiert gleich was Virales. Pack den Ausschnitt aus. Na, da fehlen noch 9 Zuschauer, das muss sich ja lohnen. Meine Mutter, ne, die sagt mir seit Jahr und Tag, ey, das mit dem Internet, ich glaube, das ist nicht ganz so sicher, was du da tust. Mhm. Und ich sag, ach komm schon, nee, es ist super. Internet ist der Shit, schon erwähnt. Ach, da sind die 20. Mhm. Wie geht das, Margarete? So, also wenn jetzt jemand reinkommt, der mich nicht kennt, der uns nicht kennt, der ist auf jeden Fall hier schon direkt gehuckt. Du brauchst Klopapier. Okay, das sieht doch gut aus, oder? Challenge accepted. Das ist nämlich das Erste, was auf diesem Twitch-Kanal passieren wird. Ich werde Challenges annehmen, jedweder Art. Darfst du nicht lachen, Alter. Wir sind dabei, gerade. Er nimmt das Ding in die Hand, er geht vor, will tröten. Die Polizei sagt, nee, so weit vor darfst du leider nicht gehen. Er geht 2 Schritte zurück, geht 3 Schritte zurück. Hier ist okay, nee, immer noch nicht. Geht noch einen Schritt zurück. Und dann steht er da, wo er angefangen hat. Und da trötet er dann einmal. Fehlverhalten! Und dann gibt er das Ding wieder weg. Gut, du warst der Schnellste, du kriegst den Skandal. Zack. Laupetin. Ja. Oh. Spannungsbogen tot. Ich muss immer so gucken. Meine ordentliche Frage an unsere Kollegen dort drüben. Was wollt ihr, dass die herkommen? Otto! Die haben doch meistens so. Ja gut, kriege ich jetzt Probleme? Menschen wissen, wo bei anderen Menschen das Fett anfängt. Hier oben, da ist die Gürtellinie. Jeder weiß, dass unterhalb der Gürtellinie, da ist nur Good Stuff, da ist kein Fett. Wenn man aber das hier anhat, dann ist die Gürtellinie plötzlich da oben. Und dann wirkt das, egal wie schlank eine ist, das wirkt fett. Guckt euch das mal an, das ist eine schlanke Frau. Trotzdem, die hat hier eine übelste Murmel unten dran. Einfach, weil man denkt, da ist die Gürtellinie, das ist alles Fett, weil das ist nicht, was man erwartet. Hier, so. Da hat die hier nicht so eine klare Linie. Und deswegen ist es einfach schön, weil man weiß, okay, das ist so ein einteiliges. Das ist ein Kleid, das ist okay. So, aber wenn man so aussieht, ja? Hier oben so ein winziger Oberkörper und auf einmal hier so einen fetten Pansen dran. Und dann kommen die Beine. Das, nee. Robin Glöckler. Du bist eine Schande für Deutschland, du Homo. Wer sagt das, ne? Inge Zwirbler. Einteiler würde ja bedeuten Ganzkörper. Genau. Übrigens müssen wir aufpassen, dass hier keine Nummer... tschüss. Ringezauer, sei mal ruhig und zeig die Arschwotze von der Ollen. Du musst an solchen Punkten musst du dann immer entscheiden, Robin, ob du die Leute bannen willst oder nicht. Nee, will ich nicht. Ich würde ganz vorsichtig behaupten, dass sie vielleicht Stellen betont, die es eher zu verstecken gilt. Das ist einfach hot. Kannst du hier Shakira machen? Alter! Da kommt eine Donation. Alter! Du geile Sau! Ist das richtig? Doch. Was? Skyplay? Hier. Ja, aber ich darf meine Nippel nicht zeigen. Hier. Für die Kunst. Boah, das hast du selber nicht gesehen. Alter, Anonymous! Du geile Sau! Frisst die Gurken! Ja, stimmt, Alter! Ob ich ein Salto in der Wohnung schaffe? Ich würde eigentlich Challenge Accepted sagen, aber... Leute, Leute, hier passiert gleich was Virales! Alter, wie das Gurkenwasser an meinem Pansen schlackert, Alter, ohne Spaß. Alter, der Chat, Robin, ich dachte, Robin hat echte Eier. Don't let your dreams be dreams. Maggie, Achtung. Ich bin da. Easy. Hat er gestanden. Ja, fast. Ich hab das Loch in meinem Zahn vergessen. Oh. Das kann gerade echt weh. Du hast mich eingesammelt. Alter, das ist echt geil. Oh, der Toni! Den musst du mal probieren. Den musst du mal nehmen. So, den muss ich jetzt auch mal nehmen. Hör ich den im Ganzen? Ja, im Ganzen. Das ist deine Challenge. Eklig aus. Wenn jetzt jemand hier reinschaltet, du. Jetzt stirbt er nicht am Salto, sondern an der Gurke. Ah, stimmt. Da hat er recht. Zahnpasta fehlt.
Also, ich bin davon überzeugt, wenn eine Mutter das sieht, dann ist sie da wirklich der festen Überzeugung, dass dieses Internet eine gute Idee ist. Ja, mach mal richtig. Ah. Seid ihr eklig? Ist das Zahn? Das ist so geil. Oh, das ist kein Problem. Das mit Abstand ist widerlich von allem. Dieses Minzige zusammen mit den Gurken, das ist so räudig. Also haben wir jetzt eine pürierte Gewürzgurke und eine pürierte Banane. Schule, Camp und Mensch. Wir hätten das eigentlich groß machen müssen. Alter, danke, Flogi. Was machst du da gerade? Das ist ein F. Achso. So, Nougat, willst du einmal das Logo zuhalten? Hab ich hier Ufo. Hab ich hier Ufo Valtine. Ich hau weg die Scheiße, Asitoni. Oh. Oh. Mehr Beweismaterial für Mama. Joldast. Joldast, du geile Sau. Danke. Oh, dieses Geräusch. Das wird die Scheiben nicht werden. So, da wird nämlich in Ruhe mal der Holocaust geleugnet. Da mach ich das ja noch ganz kurz groß, weil da muss ich noch mal kurz abrennen. Bibi Heinecke, du dumme Sau. Oh, sorry, das war jetzt wieder... Twitch, bitte kein Hate-Speech. Ich meine, es war jetzt eine fiktive Person. Es war jetzt wirklich nur rein theoretisch. Zum Glück hast du nicht den Klarnamen gesagt. Das ist das Fast-Food der Webvideoproduktion. Du denkst nicht irgendwie nach 20 Tagen nochmal zurück, auch damals der schöne Cheeseburger, den ich mir zwischen Tür und Angel reingepfiffen habe, das war geil. Genauso ist es mit Bibi-Videos. Ganz einfach. Und dieses Video, das habe ich selber schon 10 Mal angeguckt, weil es einfach geil ist. Weil es von hinten bis vorne geil ist. Clip erstellt, Bibi Heinecke, du dumme Sau. Hört auf, mein Wort gegen mich zu verwenden. Jetzt mal ohne Spaß. Ohne fucking Spaß. Ich könnte den ganzen Tag meine eigenen Videos gucken. No shame. No shame whatsoever.